Kriminelle Banden haben in Deutschland offensichtlich ein immer leichteres Spiel. Immer öfter sprengen sie Bankautomaten und gehen dabei absolut skrupellos vor. Marian Grunden. Ihr Arbeitsaufwand 3 bis 10 Minuten. Ihr Lohn durchschnittlich 117.000 Euro. Internationale Banden sprengen sich in Deutschland von Bankfiliale zu Bankfiliale. Deutsche Kleinstädte werden zur Zielscheibe hochkrimineller Organisationen. So auch das beschauliche Adendorf Nordrhein-Westfalen. Hier jagen Gangster fast eine gesamte Filiale der Volksbank in die Luft. Die ganze Bank ist auseinandergefetzt und überall liegen Trümmer. Und ja, schwer zu beschreiben, also das ist echt unglaublich. Und die Zahl der akribisch durchgeführten Automatensprengungen wächst und wächst. Laut Bundeskriminalamt erbeuteten die Täter allein im vergangenen Jahr 17,1 Millionen Euro. Hauptsächlich in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, den Bundesländern, die an die Niederlande grenzen. Niedrige Sicherheitsvorkehrungen machen Deutschland zum Paradies für die schwerkriminellen, oft niederländisch-marokkanischen Sprenggangster. Sie sollen für 2/3 aller Raubzüge verantwortlich sein. Und rüsten weiter auf. Kamen früher noch Gasgemische zum Einsatz, werden die Angriffe mittlerweile mit Sprengstoff durchgeführt. Kriminalitätsexperten sehen die Banken in der Pflicht, mehr Vorsorge zu treffen. Aus Sicht des LKA Niedersachsen müssten die Banken deutlich mehr präventive Maßnahmen wie Sicherungstechniken an den Automaten vornehmen, um den Anreiz für solche Taten zu nehmen. In den Niederlanden hat man mittlerweile die Geldautomaten deutlich besser gesichert als hier in Deutschland. Und dadurch ist natürlich der Anreiz, der Erfolg hier in Deutschland größer. Noch deutlicher wird man bei Europol. Sieht in den niederländischen Banden eine große Bedrohung für das gesamte westliche Europa. Vor wenigen Wochen Zugriff in Utrecht, Amsterdam und Den Haag. 9 Tatverdächtige landen in Untersuchungshaft. Nur ein kleiner Fahndungserfolg, denn bis zu 500 Personen werden der holländischen Sprengmafia zugerechnet.